with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Eins Live. Domian. Das Eins Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Freithemennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch bei uns unter unserer bekannten, allbekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live zu unterhalten? Ihr könnt telefonieren, ihr könnt mailen. Telefoniert hat oder gemailt, ich weiß nicht, Klaus. Klaus ist mein erster Gast heute und 39 Jahre. Hallo Klaus. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich wollte eigentlich zu der Sendung Das zweite Leben einmal anrufen, aber ja, irgendwie hat sich die ganze Sache dazu zerschlagen. Ja, das war unser Thema vor 2 Wochen ungefähr, glaube ja, ich. So in der Richtung, ja. Das zweite Leben. Warum wolltest du zu diesem Thema anrufen? Ja, und zwar Folgendes passiert. Ich habe mir im asiatischen Bereich im Oberschenkel irgendwie vermutlich mal einen Mückenstich oder einen Insektenstich oder sowas in der Richtung zugezogen. Bei einem Urlaubsreise? Genau. Nee, bei einer Arbeitsreise. Arbeitsreise, in Asien. Genau. Mhm. Ja. Und es stellte sich dann hinterher raus, 14 Tage vor den Pfingsten dieses Jahr, dass sich innerhalb des Oberschenkels, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt, Maden gebildet haben. Ach. So 5 mm lang, 0,5 mm im Durchmesser waren. Aufgrund dieses Insektenstiches? Richtig, ganz genau. Den du dir in Asien geholt hast? So ist es. Wann warst du in Asien? Also ich war zweimal Anfang des Jahres da, ja, und beziehungsweise in den letzten Jahren auch schon mal das eine oder andere Mal. Ja. Man kann also sagen, dass das irgendwie so ein Bereich von 2 bis 5 Jahren sein konnte. Wo es hätte passiert sein können. Richtig, ganz genau. Und dieses Jahr, Pfingsten, hat man festgestellt, dass in deinem Oberschenkel Maden sind. Richtig. Und zwar muss man sich das folgendermaßen vorstellen. Er wurde also mit einmal richtig dick. Mhm. Und Schmerzen waren da, man konnte also nicht mehr laufen. Ja. Vom Arzt wurde es behandelt als, ja, ich sag mal, Muskelriss ähnliches. Ja. Und ganz normal mit Zugsalben und so weiter. Genau, ja, so diese normale Vorgehensweise. Und einen Tag vor oder am Pfingsttage bildete sich im Oberschenkelbereich so ein schwarzer Punkt, mhm, an der Haut, direkt am Hüftknochenbereich. Das wurde schön pappig und am zweiten Pfingsttag mit einmal riss das auf und ich sag jetzt einfach, tausende von Maden kamen da rausgekrochen, wie so kleine Würmchen. Das ist ja immer so Horrorgeschichten, die man hört, dass man sich von Reisen sowas holen kann und man glaubt immer, das gibt's überhaupt nicht. Aber ja, es gibt's offensichtlich. Zeitpunkt habe ich das auch nicht geglaubt. Boah, wie heftig, Klaus. Ja. Und dann hast du gesehen, dass an deinem Oberschenkel kleine, genau, ein paar Millimeter, sagst ja, du? Ja, ich sag mal so 5 mm lang. Und welche Farbe? Weiß. Weiß, weiße kleine Maden, rauskrabbelten aus deinem Bein. Ganz genau. Wow. Muss man sich so vorstellen, einfach wie so, ja, wie so ein Vulkanausbruch. Ja. So wie es aussah. Ja, und dann zum Krankenhaus hin. Hast du denn da schon, bevor du ins Krankenhaus gefahren bist, irgendwie gedrückt, dass da noch mehr rauskam? Nee, gar nichts. Das ging dann von jetzt auf gleich. Hast du dich sofort ganz schlimm geekelt? Ne, ich glaube, der Schock war so groß, dass man sich da gar nicht so ekeln konnte in dem Falle. Boah, ich glaube, ich bekäme Gelbsucht irgendwie. Boah. Ja, war nicht ganz so toll. Erzähl weiter, ins Krankenhaus. Dann zum Krankenhaus und glücklicherweise in der Umgebung ein Spezialist, der auch unterwegs ist, der auch so eine Sache schon einmal mitgemacht hat. Also, das heißt, der wusste Bescheid. Der wusste in etwa, was er tun konnte. Und der begrüßte einen dann mit den Worten, oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Mhm. Legen Sie sich mal schön zurück. Wir gucken mal, was wir tun können. Ja. Aber ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, dass die Sache entweder A, Ihr Bein oder B, Ihr Leben kostet. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Ja. Und mit diesem Gedanken ist man dann eingeschlafen bzw. operiert worden. Also Narkose? Ganz genau. Und das ganze volle Programm, das heißt mit künstlichem Koma, mit Nierenversagen, mit Bluttransfusion und so weiter und so fort. Also so ziemlich das volle Programm, reduziertes Gewicht, ich sag mal von 80 Kilo Kampfgewicht, die ich bis dato immer hatte.
ja. Unterhalb von 40. Hat der dir denn das Bein amputiert? Nee. Glücklicherweise nicht. Ich hatte auch ein Bild in eure Redaktion geschickt. Mhm. Und das ist also glücklicherweise nicht passiert. Also man hat dann diesen ganzen Bereich, wo die Maden sich eingenistet hatten, wegoperiert? Ganz genau. Wie groß war dieser Bereich in deinem Oberschenkel? Also im Prinzip bestand der Oberschenkel nur noch aus dem Oberschenkelknochen. 7 mm Muskel vom oberen Muskel. Und der untere Muskel, der sich also im unteren Oberschenkelbereich befindet, der war so auch so, ich sag mal, radikal weggefressen. Das heißt, die Maden haben deinen Oberschenkel ausgehöhlt. Richtig, ganz genau. Aber da müsstest du doch eigentlich währenddessen in den Wochen, Monaten vorher Höllenschmerzen gehabt haben. Das ist ja das Phänomen bei der Sache, weil die bilden Enzyme, dass also die Schmerzen gar nicht auftreten. Ach so. Mhm. Das heißt, das sind so sogenannte anonyme Parasiten, die im Prinzip zwar den Fressvorgang innerlich starten, aber gleichzeitig das Medikament ausschütten oder das Enzym ausschütten, dass der Patient selber keinen Schmerz... Also sie betäuben gleich, die fressen und betäuben. Richtig. Ist denn, also ich stelle es mir jetzt dann so vor, dass dein Oberschenkel ganz dünn ist, oder wie? Der Oberschenkel ist also insofern, dass man den Muskel wieder herangezüchtet hat, von der Länge her. Das kann man. Dass man offensichtlich machen kann, genau. Ja. Und dass man also eine komplett neue Haut verpflanzt hat, die man vom linken Oberschenkel auf dem rechten verpflanzt hat. Ja. Und den Oberschenkel wieder neu modelliert hat. Ich stelle es mir vor wie eine schwere Verbrennung, dass es so aussieht. Doch, genau, so kann man das sagen. Ja. Kannst du denn richtig gehen wieder? Ja, also das war eben dieser Punkt, dass also durch den erhöhten Einsatz, und da ich vorher auch relativ sportlich war, der Heilungsprozess relativ fix in Gange kam. Mhm. Und ich direkt aus dem Krankenhaus dann in so eine Reha-Maßnahme und von da aus dann, ja, und jetzt auch mittlerweile wieder ohne Stock Auto fahren durch die Welt. Wie lange warst du denn im Krankenhaus dann mit diesen ganzen... Im Krankenhaus waren 7 Wochen. Sieben Wochen. Und dann halt 6 Wochen danach die Reha-Maßnahme. Ja. So, jetzt ist für mich als Laie die ganz wichtige Frage, sind diese Maden und die Eier der Maden oder wie immer die sich auch fortpflanzen, ist das alles raus? Alles raus. Das heißt, es besteht nicht die Gefahr, dass über die Blutbahn das irgendwo anders sich wieder annistet? Da hatte man zur damaligen Zeit eben auch das ganze komplette Blut mehrfach gereinigt und so weiter und so fort. Mhm. Und das war ja auch das große Problem dabei. Und die Gefahr besteht auch nicht, dass ein Ei sich irgendwo in einer anderen Zelle angenistet? Nee, also das ist definitiv auszuschließen. Mhm. Wobei das... ich sag mal, der körperliche Aspekt eine Variante ist, aber der geistige und physische, psychische Aspekt, eigentlich das größere Problem bei der ganzen Sache ist. Wie meinst du das? Dass man also durch die erhöhten Schmerzmittel, durch die quasi zu behandelnde Mittel in einen Zustand gerät, in dem Realität und Traum vermischt werden. Ah ja. Dass man also, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, man hört ein Telefon klingeln, man greift durch den Hörer durch, weil das Telefon nicht da ist. Mhm. Man sieht Ärzte vor seinem Bett stehen, über einen Krankheitsverlauf reden, was nie passiert ist. Aber das war in der Zeit, als du wahrscheinlich ganz, ganz hohe Schmerzmittel bekommen hast. Richtig. Ja. Da man aber selber nicht in der Lage ist, diesen Realitäts- und Traum, ich sag mal, diese Grenze zu erkennen, ist eigentlich das der eigentliche Punkt, wo man sagt, man hat ein zweites Leben gewonnen. Mhm. Weil es sind solche großen innerlichen Schmerzen gewesen, dass man also auch wirklich das dringende Bedürfnis hatte zu sagen, ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr leben, ich möchte auch nicht mehr leben. Ja, es hätte ja auch sein können, wenn der Arzt hat ja zu dir auch gesagt, es kann sein, dass sie ihr Leben verlieren oder ihr Bein. Richtig, ganz genau. Klasse, ich muss mal eben unterbrechen, meine Regie etwas sagen. Mhm. Sonst haben wir hier gleich einen großen GAU. Ah, ich höre schon, das ist kein Problem. Mein PC flackert hier so ein bisschen. Falsche Farbe. Okay. Klaus, weiß man denn definitiv jetzt, was für ein Insekt dich gestochen hat und was die wirkliche Ursache war? Ja, das muss ein Insekt gewesen sein, was, ich sag jetzt mal, aus einem stehenden Gewässer entsprungen ist. Ja. Und das dann seine Maden, seine Eier abgelegt hat. Das ist ja grauenhaft. Ja, also zum damaligen Zeitpunkt habe ich auch gedacht, okay, sowas gibt es nur in schlechten Filmen, aber bleibt mir nicht. Ja, nur so in so, dass man sich so Episoden erzählt, zu schmankeln, nach dem Motto, ich habe irgendwie Maden im Bein oder so. Richtig, also wirklich eine echt üble Sache. Und
Ja, das war so meine Geschichte zu dem Thema, das zweite Leben. Und also da würde ich dich gerade auch nochmal gerne, wir sind gerade etwas unterbrochen worden durch die technischen Probleme hier. Hast du das Gefühl, dass du jetzt irgendwie nochmal deinen Geburtstag hast feiern können danach? Richtig, weil es also während dieser Zeit des künstlichen Komas einige Male so war, dass man also im Prinzip selber aus sich herausgetreten ist und die andere Seite des Lebens beziehungsweise die andere Seite kennengelernt hat und im Totengräber einige Male von der Schippe gesprungen ist. Bist du jetzt... Und das ist dann natürlich ein Grund zu sagen, ich freue mich über mein zweites Leben, klar. Ja. Hat das zur Folge, dass da eine größere Demut bei dir ist gegenüber dem Leben? Es sind viele Dinge, die früher selbstverständlich waren, ich sage jetzt mal resultierend aus dem 18-Stunden-Tag als Beispiel, die man ganz anders genießen kann. Ja. Man erfreut sich an einer Stunde Freizeit, um Kaffee zu trinken, Zeitung zu lesen. Man entdeckt jeden Tag einen neuen Geschmack vom Kaffee. Man entdeckt an einer Stunde Freizeit mehr, wie andere Leute, weiß ich nicht, an gewonnenen 1.000 Euro. So kann ich mir vorstellen. Die einem bewusster werden. Hast du Familie? Nein, zu dem Zeitpunkt war ich alleine. Hast du Solo? Würdest du wieder nach Asien fahren? Ja. Jederzeit. Ehrlich? Weil ich denke, einfach die Chance, das Ganze so zu kriegen, wird wahrscheinlich genauso sein wie zweimal hintereinander 6 Richtige im Lotto. Ja, ist das so? Haben dir das Fachleute erklärt, dass das äußerst selten ist, dass man das kriegt? Also der Chirurg, der diese Sache gemacht hat und mich wieder hingebügelt hat, hat er natürlich auch mit Experten gesprochen, in einer Tropenklinik und all solchen Sachen. Ja, genau. Und das sind also Fälle, die unter Tausenden von Patienten, wenn überhaupt, einmal auftreten. Bist du denn jetzt mittlerweile schmerzfrei oder musst du auch immer noch Medikamente nehmen? Also schmerzfrei insofern, dass ich mich weigere, Medikamente zu nehmen und sage, ich will also so mit der ganzen Sache klarkommen. Ja. Klar, man hat noch Schwierigkeiten durch die Hautverpflanzung. Ja. Das ist noch die Narbenbildung halt so ein bisschen hart und dass man ein bisschen Schwierigkeiten hat beim Laufen und beim Gehen. Aber ist alles im erträglichen Maße. Und es geht bergauf. Definitiv. Ja, unter der psychologischen Betreuung halt und der körperlichen Betreuung durch die Reha-Maßnahmen. Also eindeutig der Weg nach oben. Also, das fand ich sehr, sehr interessant, was du da erzählt hast. Sehr spektakulär interessant und für dich natürlich ein Horror, der hinter dir liegt. Und freue mich sehr für dich, dass das so eine gute Wende genommen hat. Und wahrscheinlich irgendwelche positiven Dinge hinterlässt in deinem Denken, was das Leben anbelangt, so wie du es gerade auch schon geschildert hast. Ja. Lieber Klaus, von Herzen alles Gute und weiterhin gute Besserung. Ja. Und auf das natürlich nie wieder sowas passiert, auch wenn du wieder runterfährst. Alles klar. Alles Gute. Ja. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr mich auch gerne hier erreichen wollt oder wenn ihr mit mir sprechen wollt, live hier im Radio bei 1 Live, im WDR Fernsehen, bei 1 Festival, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer oder mailt mir unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Alexandra ist hier und Alexandra ist 37. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ja, hallo Alexandra. Ich bin etwas aufgeregt. Macht gar nichts. Ist gleich vergessen. Um was geht's bei dir? Es geht um Brustkrebs. Wie gesagt, ich bin 37 und wurde jetzt am Montag diagnostiziert, dass ich Brustkrebs habe, da ein Knoten am Anfang entstanden ist. Und ich bin jetzt auch in der 8. Monat schwanger. Mhm. Und jetzt habe ich halt totale Angst. Es wurde jetzt also eine Mammographie gemacht und dann wurde halt festgestellt, auch eine Probe wurde gemacht, also so eine Gewebeprobe. Ja, wurde entnommen. An der Brust oben, an der Seite, an der rechten. Ja. Und auf jeden Fall hat das dann höchstens 2 Tage gedauert und dann haben sie mir das Ergebnis gegeben. Und ich war erstmal total geschockt. Ich hatte also vor dem Praxis gesessen und ich wusste schon irgendwie, dass was auf mich zukommen wird. Wie warst du denn auf diesem Knoten? Hattest du den selbst entdeckt? Ja, den habe ich selbst entdeckt, da ich schwanger bin. Und ich bin ja auch zum Frauenarzt gegangen, zur Untersuchung. Ja. Und dann habe ich gesagt gehabt, an der Seite, da ist irgendwas. Und er sagte, ja, das ist ja nur eine Zyste und so. Und dann habe ich aber darauf immer gepocht, dass da geguckt wird. Und dann wurde das immer etwas größer und die Brust wurde verhärtet und dann habe ich halt auch Panik gekriegt, so langsam ist klar, ne? Ist klar. Ja, und jetzt hat man das so schnell innerhalb weniger Tage diagnostiziert, dass es sich um einen bösartigen
eine bösartige Sache handelt, ein bösartiges Gewebe handelt. Und du bist im achten Monat schwanger. Mhm. Und das heißt jetzt, dass ich 4 Wochen das Kind jetzt schon, also vorher, also Kaiserschnitt und so kriegen soll. Und ich bin ich halt total fertig. Ja, das heißt also, man kann jetzt gegen den Krebs gar nichts machen, solange du noch schwanger bist. Richtig. Und das hat jetzt auch meine Frage, was ich machen könnte, ob man das jetzt nicht trotzdem etwas ein bisschen vorauszögern kann, weil ich halt auch schon andere 4 Kinder habe, die ich also auch auf normalen Wege immer gekriegt habe und es mir auch immer sehr wichtig war. Und das sind halt jetzt die ganzen Fragen. Und ich wollte halt auch fragen, dass andere Frauen, die das vielleicht auch haben oder gehabt hatten. Was ist denn konkret deine Frage? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also wie die damit umgehen können, wie sie das so erlebt haben. Ja. Also vor allen Dingen auch jetzt in Kombination mit einer Schwangerschaft, meinst du? Ja, vielleicht kann ja auch passiert sein, weil man hat auch gehört, dass das durch Hormonen, dass das irgendwie damit was zu tun hat. Ja, ja. Was haben dir denn deine Behandelnden oder dein behandelnder Arzt gesagt, was dann passieren soll, nachdem du das Kind bekommen hast? Also ich soll dann erstmal, weil es ja per Kaiserschnitt ist, erstmal nach 9 Tagen im Krankenhaus fahren, dann nach Hause für eine Woche. Ja. Und dann soll ich eine leichte Chemotherapie erstmal bekommen. Ja. Das heißt also, operativ soll nichts gemacht werden, das soll nicht entfernt? Das könnte danach noch kommen. Ah, ja. Da müssen Sie, könnte auch passieren, dass das erstmal dann von selber weggeht. Ja. Es muss aber jetzt, es kommt halt drauf an, ne, wie mein Körper drauf reagiert. Und ich habe halt auch totale Angst. Ja, ich bin halt so ein bisschen so, außer jetzt bei Kinderkriegen, komischerweise nicht so. Ja. Aber so, wenn ich jetzt so bedenke, was Leute dann so viel durchmachen, auch wenn sie jetzt eine leichte, sage ich jetzt mal, eine Chemotherapie kriegen, ob das jetzt so schlimm ausgehen kann. Also ich habe da irgendwie totale Angst. Ich weiß auch nicht, das fühlt mich vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, aber das ist aber auch normal, Alexandra. Ich glaube, jeder hätte Angst in dem Moment. Und vor allen Dingen, du bist ja auch in einer besonderen Situation. Du bist im 8. Monat schwanger. Und dann so eine Diagnose zu bekommen, das ist aber auch schwer, damit umzugehen. Und dann auch noch zu wissen, ich kann jetzt erstmal nichts machen, sondern ich muss mein Kind hoffentlich dann auch gesund zur Welt kriegen. Und erst dann kann das mit mir losgehen. Dann kann ich mich um meine Gesundheit kümmern. Finde ich sehr nachvollziehbar, dass man da Angst hat und dass man da erstmal ziemlich durch den Wind ist und das Flattern bekommt. Ging jedem von uns so. Also meinst du, wäre das nicht auch gut, auch wenn ich jetzt sagen würde, oder ist das jetzt mehr so Risiko, wäre das nicht so gut, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde doch lieber noch 2-3 Wochen warten, weil man darf ja eigentlich auch seine Meinung zu den Ärzten sagen und auch andere Meinungen anhören, ne? Also, dass ich dann sagen kann jetzt, ich möchte doch noch mal 2-3 Wochen warten, bis man dann wirklich noch einen Kaiserschnitt, oder ist das doch eher gefährlich? Du möchtest das Kind nicht bei Kaiserschnitt bekommen, so schnell jetzt, du würdest gerne noch ein bisschen warten, das ist die Frage. Richtig, das ist natürlich eine hochmedizinische Frage, die ich dir überhaupt nicht beantworten kann. Eigentlich müsstest du, wenn dir vielleicht die eine Aussage von dem Arzt, mit dem du jetzt zu tun hast, noch nicht reicht, zu einem anderen Arzt gehen, damit du noch einen anderen fachkundigen Menschen hinzuziehst. Weil ich denke, auch erfahrene Menschen, also gerade Frauen, die haben das ja sehr oft, Brustkrebs. Das soll ja eine sehr hohe Volkskrankheit sein. Ja, natürlich. Klar. Ne? Ja. Also, wir machen mal Folgendes. Ich verbinde dich jetzt mal gleich mit meiner Psychologin. Es gibt ja ganz viele Foren und Selbsthilfegruppen von brustkrebserkrankten Frauen, dass wir da vielleicht irgendwie einen Kontakt herstellen. Dann allerdings finde ich, dass das eine Medizin, dass du eine noch zusätzlich gute medizinische Beratung brauchst, wie du jetzt am klügsten vorgehst, was für dich gerade in deinem speziellen Fall das Allerbeste ist. Ja. Das versuchen wir jetzt mal für dich, dir so ein bisschen zur Seite zu stehen, wie du das rauskriegen kannst. Ja? Ja? Ja. Lieber Alexander, du legst bitte auf und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an und dann könnt ihr in Ruhe alles besprechen. Ja, ich danke dir ganz herzlich. Also ich gucke mir das jetzt, ich gucke es mir immer oft an. Also dein Domian ist schon gut, echt. Das ist ja lieb, dass du sagst und ich drücke dir wirklich die Daumen. Ich möchte nur eins wirklich appellieren, auf der ganzen Welt möchte ich alle, dass alle Menschen gesund bleiben und das ist so wichtig und Geld ist so zweitrangig und diese Streitereien auch auf dieser Welt, das ist so schrecklich. Deswegen sollte man wirklich immer bewusst sein, was es heißt, wenn Menschen füreinander da sind. So wie ihr das alles auch so toll macht. Also euer Team. Und sehr nett, dass du sagst. Sehr nett. Okay. Liebe Alexandra, du legst auf und wir rufen dich zurück. Alles klar. Alles Gute und toi, toi, toi. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Horst ist hier. Horst ist 53 Jahre alt. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo Horst. Weswegen rufst du mich an? Ja, weswegen? Wir haben gestern das Thema Ekel gehabt. So war's. Und wir haben sehr eklige Sachen gehört. Ja. Ganz extreme Sachen. Ja. Und genau darum geht es bei mir. Mhm. Ich habe, also ich war immer in meinem Leben verhältnismäßig gesund. Mhm. Und 99 musste ich mehrmals operiert worden. Ja. Und deswegen? Habe dann nach der dritten Operation einen künstlichen Ausgang gekriegt. Ach so. Also weil das hattest du eine Darmgeschichte, ein Darmproblem? Ja, es war ein Darmtumor und. Ach, Tumor. Mhm. Und einen künstlichen Ausgang bekommen. Künstlichen Ausgang. Mhm. Und damit kam ich überhaupt nicht klar, weil es hat gestunken. Ich kam damit nicht klar. Ja. Also es war für mich so schlimm, das kann man nicht beschreiben. Dass du dich vor dir selbst immer wieder geekelt hast. Ja. Ja. Ich hätte, also wenn ich. Ich hätte diesen Beutel gehabt, ich hätte kotzen müssen, wenn ich den selber hätte wegmachen müssen. Wer hat es denn weggemacht? Die Krankenschwester, die erste Zeit. Die erste Zeit, aber als du dann aus dem Krankenhaus rauskamst, musstest du es doch wahrscheinlich selbst machen. Habe ich. Der künstliche Ausgang ist dann vorne, ne, am Bauch. Ja, richtig. Und dann hängt da so ein Plastikbeutel, in den der Stuhlgang hineinfließt. Ja, richtig. Und zwar kann man das, glaube ich, heutzutage schon sehr gut machen und es relativ geruchsperfekt abdichten, aber vielleicht so ganz hundertprozentig auch nicht. Nee, also auf keinen Fall. Hast du denn heute immer noch diesen künstlichen Ausgang? Es ist ekelhaft, vor allen Dingen, wenn man als junger Mensch noch darauf nicht eingestellt ist. Ja. Hast du denn heute den künstlichen Ausgang immer noch? Nee, habe ich zurückgelegen lassen. Hast du zurücklegen lassen? Das, ja. Das ging noch. So, und das war genau das war mein Fehler. Warum? Ja, warum? Weil man mir gesagt hat, nach einem Dreivierteljahr können wir es zurückverlegen. Mhm. Und habe ich auch machen lassen, ja. Weil ich habe es nicht ausgehalten. Ja. Wegen diesem Ekel. Wegen des Ekels, ja. Ja. Und heute bin ich 53. Und habe von diesem ganzen Kram, wie gesagt, Bauchbrüche, Narbenbrüche, mein ganzer Körper ist verunstaltet. Was heißt Bauchbrüche? Was bedeutet das? Es fing damit an, dass erstmal mein ganzer Bauch angeschwollen ist und die musste ich operieren lassen. Da war ein Narbenbruch im Bauch. Mhm. Hängt das damit zusammen, dass der künstliche Ausgang zurückgenommen wurde? Ja, war nicht richtig, weil es zu früh war. Ach so. Und hat sich das denn bis heute reguliert? Oder ist es immer noch schlimm? Ach, es ist viel schlimmer geworden. Mhm. Und dann habe ich, wie gesagt, diesen Bauchbruch wegmachen lassen und habe gedacht, jetzt hast du Ruhe. Mhm. So, nee, es ist mir alles an der rechten Seite rausgekommen. Ich habe an der rechten Seite im Bauch, so wie so ein Fußball, alles, was an Därme da rauskommen kann, kommt da jetzt raus. Das ist aber, das habe ich auch schon mal gehört und auch gesehen, das ist ein sehr, sehr schlimmer Bruch ist das. Und das ist sowas von unangenehm und ekelhaft. Ja. Das gibt es gar nicht. Und das ist im Moment so? Ja, das ist schon seit ein paar Jahren so. Und das kann man nicht nochmal operativ... Man kann es operativ wegmachen, aber man kann mir nicht garantieren, dass es nicht auf der anderen Seite wieder rauskommt. Das ist das Problem. Hast du eine Bindegewebsschwäche oder wie ist das erklärbar, dass das immer wieder passiert? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich hab ja vorher, bevor ich dieses ganze Theater mitgemacht habe, Bauchoperationen mitmachen müssen, 4 Stück... Und davon ist die Bindegewebsschwäche wahrscheinlich gekommen, denke ich mir mal. Aber dann bist du auch schon gebeutelt mit deinen 53 Jahren. Weil es von 99 bis 2002 4 Operationen gegeben hat, die mir das Bindegewebe total kaputt gemacht haben. Ich möchte nochmal auf den künstlichen Ausgang zurückkommen. Mhm. Jetzt funktioniert das mit dem normalen Ausgang wieder richtig. Ja. Damals, als du, wie lange hattest du dann genau diesen künstlichen Ausgang? Ungefähr ein halbes Jahr. Warst dann auch damit zu Hause? Ja. Ja. Lebst du allein oder hast du eine Frau, eine Familie?
Ich habe einen Lebenspartner. Einen Lebenspartner? Ja. Hast du dich dann vor dem auch sehr geschämt? Nee, eigentlich nicht. Habe ich ihn nötig gehabt. Mhm. Der hat mich so gut unterstützt, also... Das heißt, wenn es dann mal gerochen hat, dann, weil ihr so eine gute Beziehung habt, war das nicht schlimm für dich? Nee, eigentlich nicht. Hattest du denn, nachdem du so ein bisschen vertraut wurdest mit diesen Stoma-Beuteln, ich glaube, so nennt man das, ja. Hattest du das dann hinterher im Griff oder hattest dennoch immer wieder gerochen? Zum Schluss ja. Zum Schluss ja. Mhm. Zum Schluss ja. Wie ist das denn, wenn da immer der Stuhl, wenn der Stuhl da reinfließt und man hat ein Hemd oder eine Hose an, wo sieht man das denn nicht, wenn da so richtig viel reinfließt? Nee. Das fließt direkt in diesen Beutel rein, also da merkt man nichts. Wie groß sind denn die Beutel? So groß hier wie so ein Blatt, wie so ein DIN A4 Blatt? Ja, wie so ein Gefrierbeutel. Ja, und wie oft hast du den dann wechseln müssen? Täglich? Jeden Tag ein paar Mal. Jeden Tag ein paar Mal. Ja. Und das Schlimme ist, da sind Folgeschäden aufgetaucht. Wie gesagt, ich habe jetzt nach der letzten Operation diesen Bauchbruch gekriegt. Ja. Ich habe jetzt ein Netz im Bauch gekriegt, damit mir das alles zusammenhält. Ja, ein Netz, ja. Aber da war ich zum Arzt und da sagt der, was haben Sie denn da? Ja, ich sag, ist ein bisschen dicker geworden. Mhm. Jetzt habe ich den gleichen Bruch, den ich vorher im Bauch hatte, im Unterbauch, im rechten Unterbauch. Das ist aber wirklich auch schlimm getroffen, Horst. Ja, und das Schlimme ist, das Ekelhafteste, ich meine, man kann es bald gar nicht mehr sagen. Mhm. Und seit ein paar Monaten habe ich dadurch einen Hodenbruch gekriegt. Mhm. Ich verstehe. Das ist aber wirklich äußerst, äußerst unangenehm. Bleibt mir eigentlich nur dir zu sagen und meine Wünsche zum Ausdruck bringen, die ich wirklich ganz ernst und ganz tief meine, dass man dich wieder irgendwie hinflickt und dass du da wieder Lebensqualität bekommst. Jetzt pass mal auf, Domian, das Schlimmste dabei ist, ich habe seit über 30 Jahren Depressionen. Mhm. Gut, dann würde ich mal... über 30 Jahren beim Nervenarzt in Behandlung, ich Schlafmittel und alles und ich habe nicht die Kraft, jetzt ins Krankenhaus zu gehen, um mir das alles wegmachen zu lassen. Weil ich habe so viel Palaver in meinem Körper. Mhm. Meine Leberwerte sind aufgrund dieser ganzen Behandlungen scheiße. Mhm. Ja? Ich kann mir das denken und ich höre das auch, wie du das erzählst, dass du ziemlich am Boden bist. Scheiße. Ich habe zwei Herzinfarkte gehabt. Mhm. Lieber Horst, ich mache mal folgenden Vorschlag. Also wenn alles scheiße. Das Stichwort Depressionen hat mir jetzt gerade gesagt, dass wir dir noch ein bisschen vielleicht helfen sollten und könnten. Und wir versuchen das auch. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich wieder an. Mhm. Und wir gucken dann mal, ob wir dir in unserem Rahmen, was in unserer Macht steht, etwas zur Seite stehen können. Mhm. Ja, dann würde ich dich bitten aufzulegen und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du ein bisschen wieder gesunder wirst. Und, ja, obwohl ich das nicht glaube. Weil ich sag dir jetzt mal eins, ich muss für meinen Lebenspartner, muss ich noch leben, weil ich für den noch vorsorgen muss. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Das ist aber schon schlimm. Ja, aber ich weiß es nicht. Wobei was du mir ja schon erzählt hast, du hast schon so viel geschafft, dann schaffst du vielleicht dieses auch. Ja, ich habe schon viel geschafft. Mhm. Ich habe auch viel für meinen Freund, sagen wir jetzt mal, ich sage jetzt auch mein Freund, ich habe für ihn vorgesorgt, aber ob das reicht, weiß ich nicht. Mhm. Und ich habe immer Angst, dass ich es nicht mehr lange schaffe. Lieber Horst, weil in meinem Körper ist so viel kaputt. Mhm. Ja, lieber Horst, wir versuchen. Sagen würde, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehen würde, ich komme nicht mehr zurück. Ja, jetzt dazu kommen die Depressionen. Jetzt brechen wir es mal hier ab, weil wir dir jetzt wirklich konkret helfen möchten. Mhm. Und dazu brauchen wir jetzt auch ein bisschen Zeit und die wollen wir dir gerne zur Verfügung stellen. Mhm. Ich bitte dich jetzt aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören, Horst. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, 1.29 Uhr, falls es euch interessiert. 1.29 Uhr und 56 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live mit dem Talkradio. Und hier ist jetzt die Janine, die ist 19 Jahre alt. Hallo Janine. Hallo. Hallo, das kam aber jetzt als Seufzer heraus. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Was ist denn los, Janine?
Ja, also es ist so, ich habe einen Freund, mit dem bin ich jetzt so ungefähr ein Jahr zusammen. Und der ist vorbestraft gewesen und so, und der ist rechtsradikal. Und der musste jetzt im Februar ins Gefängnis. Ja. Ja, und es ist auch so... Warum musste er ins Gefängnis? Ja, wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahl. Ja. Und all solche Sachen eben. Wie alt ist er? 22. Ja. Und ja, als ich ihn kennengelernt habe, das kam so durch Zufall, durch einen anderen Kumpel von mir während der Ausbildung, ja, war er noch ganz lieb zu mir und ganz nett. Und aber während der Zeit hat er sich total verändert. Und er hat angefangen, mich zu schlagen. Ach so, das kam auch. Aber die Rechtsorientierung, die hatte er vorher auch schon, bevor er mit dir zusammenkam. Ja, aber ich wusste nicht, dass er so stark orientiert danach ist. Ach so. Und dann wurde also nicht nur, dass er so ausgerichtet war, auch in eurer Beziehung wurde er dann gewalttätig. Ja. Er hat dich geschlagen. Ja, er trinkt auch sehr viel Alkohol und ich musste dann für ihn stundenweise da die Kisten durch den Ort schleppen, weil er es, ja, er sagt immer, er hat es mit der Bandscheibe. Und hat mich dann auch immer geschickt und... Ja, jetzt ist er im Knast. Jetzt ist er im Gefängnis, Wie lange? Seit Februar. Und wie lange wird er im Gefängnis bleiben müssen? Ja, also in August kann er den ersten Antrag stellen, wieder rauszukommen. Ja. Aber es wird wohl voraussichtlich noch länger sein, weil er da auch seine Ansicht nicht verändert hat. Und das merken die ja wohl auch. Habt ihr denn darüber, Musik da und so. Habt ihr denn darüber auch gesprochen? Habt ihr darüber diskutiert, über seine rechten Ansichten? Ja, also wenn ich da was gesagt habe oder so, dann wurde er aggressiv. Und jetzt, wo er im Gefängnis sitzt und ich ihn besuche, dann sagt er mir, er wird sich ändern. Aber auf der anderen Seite erzählt er mir dann wieder, er hört diese Musik und er kriegt die da von Leuten. Und er trinkt da Alkohol, dass sie sich das da selber machen und sowas. Warum bist du mit ihm zusammen noch? Ja, ich weiß nicht, weil ich ihn irgendwie, ich habe ihn ganz anders kennengelernt und irgendwie versuche ich diesen Menschen ihn wieder zu entdecken oder wiederzufinden oder noch zu sehen. Aber er hat sich dir gegenüber ja sehr, sehr schlecht verhalten, wie du gerade erzählt hast. Ja, er hat mich ins Gesicht geschlagen, er hat mich gewürgt und ich musste meiner Mutter dann erzählen. Also er hat gesagt, ich soll erzählen, dass mich ein Ausländer geschlagen hat. Das ist ja alles schon sehr krass. Ja. Also sehr heftig. Da fragt man sich ja schon, wo ist da denn noch die Liebe? Was liebt man denn dann noch an dem Mann? Ich weiß es nicht. Vielleicht so, wie ich ihn kennengelernt habe. Aber er ist ja auch manchmal ganz nett. Ja, wie du ihn kennengelernt hast. Aber da hat er sich ja vielleicht verstellt. Sein wahres Gesicht scheint er dann ja hinterher gezeigt zu haben. Ja, aber er hat eben auch manchmal noch gute Laune und... Gut, aber das mag ja auch sein. Aber ich finde, wenn ein Mensch einem anderen Menschen sowas antut, allein nur das, was du gerade erzählt hast, das würde für mich schon reichen zu sagen, und tschüss und für immer und tschüss. Ich weiß nicht, vielleicht. Und weißt du, ich könnte auch, ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, der Nazi ist. Das ist so grundsätzlich, da stehen so unfassbare Welten zwischen einem, dass man irgendwann sagt, nee, das geht nicht. Tut mir auch leid. Ja, er sagt ja mal, er verändert sich und er findet diese Musik nur noch gut und so. Aber lassen wir das Politische mal raus. Allein die Tatsache, wie er die Beziehung geführt hat mit dir und zu dir, hat dir das denn nicht zumindest so einen Knacks versetzt, dass es so einen Riss gab in deinem Empfinden ihm gegenüber? Ja, schon. Aber ich habe es dann mal versucht, irgendwie wieder hinzukriegen. Manchmal kam ich auch ran an ihm oder durch. Wie oft hat er dich hingeschlagen? Ja, also öfter. Sagen wir mal eine Zahl. 3-mal oder 10-mal oder 20-mal? Nee, also schon mehr wie 3-mal auf jeden Fall mehr. Und das heißt, du hattest hinterher auch richtig Angst vor ihm? Ja, also Angst schon. Also ich habe manchmal Angst, so meine Meinung zu sagen, weil er immer schnell aggressiv wird. Bist du denn auch mit seinen Leuten zusammengekommen, mit denen er so verkehrt hat? Ja, also ich kenne ein paar Freunde von ihm. Und wie war das dann, wenn ihr dann zu mehreren beisammen wart? Ja, also meistens ist er alleine zu denen hingegangen. Also ja. Ich habe die nur flüchtig kennengelernt. Hat er denn versucht, dich auch zu überzeugen, dich da so mit reinzuziehen in diese Denkwelt? Ja. Das schon? Ja, also er hat mir verboten, zum Beispiel Döner zu essen und sowas.
Ich durfte nichts mehr machen, was Ausländer eben tun oder herstellen, wie zum Beispiel Essen und sowas. Janine, ich sag's nochmal, was willst du denn von dem? Ja, ich weiß nicht, meine Mama sagt auch immer, ich soll mit ihnen Schluss machen. Sie hat ihn auch schon rausgeworfen. Also, da kommen jetzt so viele Sachen zusammen, finde ich, wo ich mir nicht mehr vorstellen kann, wo da noch positives Gefühl und Liebe sein kann. Und wahrscheinlich wirst du es auch nicht schaffen, ihn da rauszuziehen, rauszuholen. Ich weiß es nicht, das gab es auch schon alles, ja. Aber so wie du es jetzt geschildert hast, bin ich da eher skeptisch. Was ja, hat meine denn? Mama, die sagt auch immer, überlegst dir und was ist das für eine Zukunft und mach Schluss. Und dann jedes Mal fasse ich eben, also ich denke dann, jetzt mache ich Schluss, diesmal schaffe ich es. Aber dann, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Erzähl mir doch mal die Tat, weswegen er dann verurteilt worden ist. Was hat er genau gemacht? Ja, also es kam ständig dazu, Raufereien auf der Straße mit seinem, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das, Kollegen, dass die gegen Ausländer dann rangegangen sind, Diebstahl mit Alkohol und mit Bankkarte bezahlt, obwohl nichts drauf war und einen Haufen Schulden. Ja. Dann war er ständig auf Bewährung draußen, letztendlich. Ja. Wurde er dann eingebuchtet. Ja. Zum ersten Mal oder war er schon? Nee, er war schon mal zwei Wochen da. Was machst du denn? Bist du noch Schülerin oder machst du eine Ausbildung? Was machst du? Ja, ich habe mein Abitur jetzt. Du hast das Abitur? Ja. Ah ja. Und willst du studieren oder was hast du vor? Was möchtest du studieren? Sozialpädagogik. Ah ja. Also eine ganz klare Linie und klare Wünsche hast du vor dir und halt auch ein Ziel, ne? Und einen Plan. Ja. Janine, ich kann es nur noch mal wiederholen. Allein reduzieren wir es nur auf die Tatsache, dass er dich mehrfach geschlagen hat. Ja. Dass er dich bedroht, dass er dir Sachen, sowas Absurdes, dass er dir verbietet, Döner zu essen und so weiter. Das finde ich alles so schlimm. Auch wenn da vielleicht noch irgendeine Illusion ist von früher. Man denkt ja, früher war der ja anders. Aber ja, es kommen auch immer Briefe von ihm bei mir an, so alle drei, vier Tage. Ja, jetzt ist er im Knast und ist wahrscheinlich kleinlaut. Ja, und dann wird auch, also er macht immer Vorschläge für die Zukunft, dass er mich heiraten will. Und er macht die Welt dann so schön, aber ja, manchmal lasse ich mich davon ein bisschen beeinflussen, aber andere Male denke ich dann auch, dass es ein bisschen Blödsinn ist. Natürlich, natürlich muss man Leuten auch eine Chance geben, sich zu verändern, sich zu bessern. Das ist wirklich so. Das finde ich, auch wenn noch so schlimme Dinge vorgefallen sind. Aber in diesem Fall, ich meine, ich kann dir deine Gefühle nicht ausreden. Das ist ja deine Geschichte. Ich wäre äußerst skeptisch. Und wenn deine Mutter, die ja noch viel näher an dir dran ist und die das genau beobachtet, die ihn auch kennt, wenn die das auch so sagt, glaube ich, ist da auch schon was dran. Ja. Ich kann dir mir nicht sagen, weil ich kenne ihn ja nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie er jetzt tickt und was da los ist. Aber der hat schon viel Schlimmes angerichtet. Ja. Bei anderen Menschen und auch bei dir. Das stimmt. Weißt du, man muss vielleicht auch aus dem Kopf sich prügeln, so die sogenannten schönen Erinnerungen von früher. Eigentlich werden die kaputt gemacht durch sein Handeln danach, was dann danach passiert ist. Ja. So muss man es eigentlich sehen. Ja, liebe Janine, mehr kann ich dir nicht sagen, tut mir leid. Du wolltest ja wahrscheinlich auch nur meine Meinung mal hören. Und letztendlich musst du ja für dich selbst entscheiden, was du machst. Ja, danke, Domi. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Lena. Lena ist 31. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Lena. Was ist dein Thema? Und zwar, mein Mann, der ist vor 59 Tagen gestorben. Vor 59 Tagen? Ja. Wie alt war dein Mann? Der war 35. Woran ist dein Mann gestorben? Der ist an einer Leberzirrhose gestorben, die erst letztes Jahr bei ihm festgestellt wurde. Die haben das letztes Jahr im März festgestellt. An die Leberzirrhose, denkt man im ersten Moment, jemand, der viel Alkohol getrunken hat? Nö, er hat nie, also wir sind Moslems, er hat nie Alkohol getrunken. Er hat nie, und die wissen auch nicht, woher das kommt. Die vermuten mal eine Hepatitis C, die er als Kind hatte. Aber auch nicht nachgewiesen. Von 59 Tagen verstorben, das ist ja quasi wie gestern. Das ist ja für mich, und ich weiß auch nicht, das ist immer noch wie so ein Schlag ins Gesicht. Habt ihr Kinder?
Vier Kinder? Ja. Vier Kinder. Wie alt, von welchem Alter bis zu welchem Alter sind die Kinder? Der Jüngste? Der Jüngste, das war ja eigentlich sein Wunschkind, der wird zwei. Zwei? Und? Die anderen, die sind 8, 11 und 14. Ja. Wie haben die Kinder das denn aufgefasst? Wie haben die Kinder das jetzt? Überraschend gut. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das gespielt ist oder ob das wirklich, ob da noch was nachkommt. Vielleicht haben sie es auch noch gar nicht richtig begriffen. Dass sie beruhigen sich damit, dass der Papa im Paradies ist. Also, ich weiß nicht, den Träumen nach den Anzeichen, die wir Moslems halt sehen, kommt er ins Paradies und das sollte mir auch ein Trost sein, ist es aber nicht. Ich warte jetzt wirklich jeden Abend, wenn die Kinder im Bett sind und es ist wirklich so, dass ich mich jeden Tag in den Schlaf weine. Und ich weiß nicht, wie ich damit zurechtkommen soll. Ja, ja. Hat er in den letzten Monaten oder Wochen oder Tagen, hat er sehr leiden müssen? Gar nicht, nein. Ich habe ihn dann am Tag, wo er ins Krankenhaus kam, habe ich ihn noch zur Arbeit gefahren. Und es ging ihm sehr gut. Er kam auch noch nach Hause. Ich war nicht da. Ja. Nur meine Tochter und der Jüngste, also die Älteste und der Jüngste, die waren hier. Mhm. Ich habe ihn noch angerufen, normal mit ihm geredet. Eine halbe Stunde ruft meine Tochter an, weint, Mama, komm nach Hause, Papa bricht Blut. Ja. Und die hatten uns schon vor einem Jahr gesagt, falls sowas passieren sollte, direkt den Notarzt anrufen. Ja. Und das hat meine Tochter dann auch gemacht. Ich bin dann hingefahren, da war der Krankenwagen schon. Mhm. 23 Stunden später war er dann tot. Ist er, nachdem er ins Krankenhaus gekommen ist, direkt in ein Koma gefallen oder war er noch ansprechbar? Wir haben versucht, der hat ja dann in der Speiseröhre Krampfadern, die geplatzt sind. Mhm. Der hat sein ganzes Blut verloren. Mhm. Er hat über 35 Blutkonserven bekommen. Mhm. Aber dadurch, dass er keine Blutgerinnung mehr hatte, hat er das Blut auch verloren. War er da ansprechbar oder war? Nein. Also das heißt, im Aufzug vom Krankenhaus habe ich noch kurz mit ihm geredet, gefragt, wie es ihm geht, und das war das Letzte. Mhm. Warst du dann bei ihm, als er letztendlich verstorben ist? Das ist das, was mich so wahnsinnig macht. Ich war, als er ins Krankenhaus gekommen ist, war ich bei ihm und ich bin die ganze Zeit da geblieben, bis die gesagt haben, es scheint ihm besser zu gehen. Weil er hatte sowieso Überlebenschance 5 bis höchstens 10%. Mhm. Als sie gesagt haben, ja, es scheint wieder besser zu gehen, haben sie gesagt, gehen Sie nach Hause, ruhen Sie sich aus, ziehen Sie sich um, und dann kommen Sie wieder. Und dann habe ich gesagt, nö, ich will hier bleiben, nö, Sie können hier nichts für ihn tun. Ja. Ja, und kaum war ich weg, 5 Minuten später, ist er dann gestorben. Ja. Haben die war nicht hier, als er Blut gebrochen hat, und ich war nicht im Krankenhaus, als er gestorben ist. Aber du warst nicht da, weil die gesagt haben, du könntest gehen. Und du hast Vertrauen gehabt in deren fachkundliches Urteil, ja, dass sie gesagt haben, sie können jetzt mal... Ich mache mir wirklich ständig Vorwürfe. Das kann ich verstehen im ersten Vorwürfe, Moment. Dass ich ihm nie gesagt habe, dass ich... Ich habe ihm nie richtig gesagt, dass ich ihn liebe. Das finde ich wiegt schwerer als der Vorwurf, dass du in seiner Sterbeminute nicht bei ihm warst. Weil so wie du es jetzt gerade geschildert hast, war das eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Ja. Da kann man dir keinen Vorwurf machen. Wir waren am Ende richtig glücklich, uns ging es richtig gut. Mhm. Du sagst, du hast ihm nie gesagt, dass du ihn liebst. Nee, nicht richtig, nein. Das ist ja unter Umständen auch gar nicht so schlimm, wenn die andere Seite das weiß und merkt. Da muss man das ja auch nicht ständig sagen. War denn eure Ehe so gut, dass er das... Am Ende, ja. Das heißt, richtig gut, ja. Es war ein sehr liebevolles Miteinander umgehen und sehr innig und sehr zärtlich. Und ja, wir haben auch Pläne für die Zukunft. Er konnte es kaum erwarten, bis die Kinder verheiratet sind. Ja. Er hat gesagt, ja, wenn die Kinder heiraten, dann machen wir dies und machen wir das. Mhm. Wie lange kanntet ihr beiden euch denn? Wie lange? Also wir werden jetzt im Oktober 15 Jahre verheiratet, am 4. Oktober. Mhm. Wir kannten uns vorher auch schon. Hast du denn aus dem Krankenhaus einen Anruf bekommen, dass er verstorben war? Nee, von seinem Bruder, der war da. Und bist du dann direkt wieder zurückgefahren? Ich war unterwegs ins Krankenhaus. Ah, ja. Ich hatte mich ganz schnell umgezogen, ich habe nichts gegessen, gar nichts, ich wollte mich nur umziehen. Ja. Und du hast ihn dann noch gesehen im Krankenhaus? Ja, natürlich. Ich habe ihn auch am nächsten Tag gesehen, da war er schon tot. Mhm. Ich wollte ihn unbedingt noch sehen, obwohl er tot war. Und die haben mir davon abgeraten, gesagt, der hat sich jetzt verändert. Mhm. Und das willst du sicher nicht sehen. Ich habe gesagt, doch, ich will ihn auf jeden Fall noch sehen. War das im Nachhinein für dich gut, dass du ihn... Ja. Ja, das war für mich wirklich, als hätte er meine Tränen getrocknet an dem Tag. Haben die Kinder den toten Papa auch gesehen? Meine Tochter, die Älteste. Ja.
Wie hat sie das verkraftet? Die wollte ihn sehen, nein, die fand das auch gut. Die fand es gut. Die, ja. 14 Jahre, mit 14 ist das schon... Also sie ist ein sehr starkes Kind. Der hat auch immer gesagt, wenn das ein Junge wäre, das wäre ein toller Junge. Na, es ist so sicher auch ein toller Mensch. Ja, aber sie ist auch unsere einzige Tochter. Die anderen drei sind Jungs. Mhm. Ja, und der Letzte, den wollte ich dann nicht mehr. Eigentlich der jetzt zwei wird. Bei drei Kindern war die Familienplanung für mich abgeschlossen. Mhm. Aber er hat gesagt, bitte dieses eine Kind dann noch. Mhm. Ja, und dann habe ich mich halt breitschlagen lassen. Und der hat den sowas von verwöhnt. Und das war der, also von dem ich nichts befürchtet habe, diesen Jungen. Als der Papa dann verstorben war, der hat wirklich zwei Wochen nur durchgeschrien. Mhm. Der hat zwei Wochen nur durchgeschrien, ist nachts aufgestanden, hat geschrien, hatte meinen Mann gerufen. Mhm. Wie hast du die Beisetzung erlebt? Nee, weil bei uns im Islam ist es so, dass die Frau eine bestimmte Trauerzeit hat, ja, in der sie halt nur, wenn es nötig ist, aus dem Haus geht. Nein, also ich meine, das ist sowas wie eine Ehrerbietung für den Mann. Ja, aber du warst bei der Beerdigung dabei? Nein. Ach, da warst du nicht bei. Das ist Tradition bei euch, dass ihr dann nicht, dass die Frauen nicht dabei sind? Frauen doch, generell schon. Ja. Aber die Ehefrau, die hat halt diese Trauerzeit, die halt einen Tag nach dem Tod anfängt. Ach so, das heißt, wenn ein Ehemann verstirbt, geht die Ehefrau nicht mit zur Beerdigung? Nein. Ah ja, das wusste ich nicht. Also die Mann, somit bezeugt sie ihm die Ehre und auch die Liebe. Mhm. Und ich hatte einfach das Gefühl, wenn ich es ihm schon nicht gesagt habe, dass ich ihn liebe, dann will ich es ihm wenigstens zeigen, indem ich das mache. Mhm. Ich würde dich gerne noch was zu der Erkrankung fragen. Ja. Ist die Erkrankung irgendeiner Weise behandelt worden? Hat man dann auch, als sie diagnostiziert worden war, hat man eine Chemotherapie gemacht, hat man operiert, hat man irgendetwas gemacht? Nee, da kann man keine Chemotherapie. Da kann man nichts machen? Nee, man wollte eine Biopsie machen, ein Stück von der Leber, aber dadurch wegen der Blutgerinnung hatte man Angst, dass er dann innerlich verblutet. Mhm. Er hat Medikamente bekommen, die er leider nicht regelmäßig eingenommen hat. Aber das heißt, nachdem die Diagnose klar war, war euch auch klar, dass er früh sterben wird? Nicht so früh, nein. Nicht so früh. Es hätte auch noch länger. Ich hatte die Ärzte auch darauf angesprochen, warum man nicht eine Lebertransplantation macht. Mhm. Die meinten darüber, es würde reichen, wenn wir in 10, 15 Jahren drüber reden würden. Ach so, waren die Prognosen doch. Ja, das ist so. Deswegen war das. Insofern hat es euch dann wirklich und dich vor allen Dingen dann so extrem erwischt auch, weil es. Ah, ich verstehe. Mhm. Also es ging ihm gut. Also es ging ihm sehr gut. Es war nicht so, dass er irgendwie Anzeichen hatte oder leiden musste oder sonst was. Es ging ihm gut. Hast du denn jetzt in der Trauerzeit einen Rückhalt in deiner Familie oder bei Freunden? Ich habe sehr viel Familie und das bringt mir ehrlich gesagt nicht viel. Bringt ja nicht viel. Gibt es denn Menschen, mit denen du auch mit der Familie kannst du reden? Ich kann mit denen reden und die trösten auch und geben gute Ratschläge. Und ich denke, wenn das nicht jemand miterlebt hat, kann er das nicht nachvollziehen. Ja, es ist natürlich letztendlich immer dein Schmerz. Ja, es ist ein... Wobei, ich glaube, dass man darf das Reden nicht unterbewerten. Nein, ich habe jetzt auch öfters bei der Seelsorge angerufen. Ja. Manchmal wirklich um 1 Uhr, 2 Uhr, je nachdem, wann es mich richtig erwischt. Das hilft unheimlich. Es hilft etwas. Es hilft natürlich muss man den Schmerz für sich selbst verarbeiten, aber es tut etwas gut. Es ist etwas tröstlich, sprechen zu können. Ja. Wie viel Trost, Stichwort Trost, wie viel Trost in all dem Unglück, und das ist ein unfassbares Unglück, in dem du im Moment bist, da gibt es gar nicht zu beschönigen. Wie viel Trost geben dir die Kinder? Also ich bin da manchmal, ich weiß nicht, ich höre mich ehrlich gesagt an wie ein Schwein, wenn ich das sage. Sag es ruhig, man darf alles sagen, wenn man trauert. Alles mir wird oft gesagt, sehr froh, dass es nicht eins von den Kindern erwischt hat. Und das habe ich früher auch gesagt, dass mir alles lieber wäre, nur nicht, dass meinen Kindern was passiert. Mir war mein Kinder das Wichtigste in meinem Leben. Inzwischen bin ich so weit, ich meine, wenn ich das schon alleine sage, dann fühle ich mich wahnsinnig. Es hätte ein Kind erwischt und nicht meinen Mann. Das wäre für mich einfacher zu verkraften. Ich finde, dass du das sagen darfst. Weil ich meine, wenn man ein Kind verliert, ist es schlimm. Ja, ich weiß auch. Man hat jemanden, der einen tröstet. Ja, ich weiß auch, dass du das nicht letztendlich so meinst, aber dass du das mal so sagst. Ich liebe meine Kinder. Ja, das glaube ich, das nehme ich dir ab, völlig. Ich möchte keins von denen missen. Ja. Aber das darfst du sagen. Das darfst du sagen. Nur es ist halt, die Kinder geben mir schon Trost. Aber vor den Kindern weine ich nicht. Weißt du, Lena, das ist so schlimm, weil das so frisch auch noch ist. Ja. Es sind 59 Tage. Du bist ja, das ist ja noch ein Schock. Es ist ein Trauma. Ja, weil ich komme jetzt wirklich erst langsam raus aus dieser Lethargie, aus diesem Loch, dass ich jetzt begreife, was passiert ist.
Das Gute wiederum ist, dass du abgelenkt bist, du musst dich um deine Kinder kümmern. Ja. Wenn du jetzt alleine wärst, dann wäre das vielleicht noch schlimmer, wohin du abstürzen würdest. Ja, nee, ich bin nicht alleine, also ich bin auch jeden Abend jetzt mit der Familie zusammen. Und man kann so schlecht Aussagen über Trauer machen. Jeder Mensch trauert ja anders. Ja. Es gibt Menschen, die vielleicht nach ein paar Monaten sich etwas beruhigt haben. Es gibt Menschen, wo es sehr, sehr lange dauert. Jeder kommt auch irgendwie falscher Trost, weil die meisten kommen, ach, das schaffst du schon mit den Kindern und du bist stark genug oder du schaffst das Finanzielle und das ist alles für mich kein Problem, das Finanzielle schaffe ich. Ich schaffe es auch, die Kinder alleine großzuziehen. Das ist für mich alles kein Problem. Ich glaube, Lena, der einzige Trost, wenn das ein Trost ist, ist der Gedanke, was der Tote würde wollen. Er würde wollen, dass ich seine Kinder erziehe und seine Kinder großziehe. So, das ist das. Das ist deine Aufgabe. Er würde auch nicht wollen, dass ich weine. Ja, aber du darfst weinen. Aber er würde wollen, dass du die Kinder aufziehst. Und ja. Er würde auch wollen, dass nach einer gewissen Zeit wieder etwas Glück in eure Familie kommt. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja, aber etwas Ruhe zumindest, das würde er wollen. Ich weiß nicht wie ich jemals wieder glücklich werden soll. Ja, wir wollen nicht über Glück reden, das kann man jetzt auch nicht. Absolut. Aber ich finde, das ist so ein wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast. Er würde wollen, dass du die Kinder erziehst. Ja. Und er würde wollen, dass du im Leben stehst. Das würde er wollen. Nee, das schaffe ich alles. Ich sag ja, also ich bin normalerweise ein sehr starker Mensch. Mhm. Und ich weiß, dass ich seine Kinder groß kriege. Das ist kein Problem für mich. Also das schaffe ich alles. Nur er fehlt mir. Mhm. Ja. Er fehlt mir so unheimlich und ich weiß nicht, wie ich das verkraften soll. Weil jetzt würden wir beide zusammen hier sitzen. Mhm. Und jetzt sitzt hier keiner mehr, ist nicht mehr da. Mhm. Siehst du in den Augen deiner Kinder deinen Mann? Nein. Hm. Nein, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, sollte ich vielleicht. Und wird mir auch ständig gesagt. Nein, musst du auch nicht. Du solltest überhaupt gar nichts. Es ist, wenn es nicht so ist, dann ist es halt jetzt. Nein, ist es nicht. Vielleicht nein, ist es nicht so. Hm. Und was mir auch zu schaffen macht, viele träumen von ihm. Hm. Meine Schwiegermutter, die meint ihn manchmal wirklich vor sich zu sehen. Mhm. In unserer Religion wird gesagt, das ist möglich. Mhm. Also im Islam ist das so, man träumt von den Toten. Mhm. Man kann sie manchmal als Schatten vor sich sehen. Mhm. Aber ich nicht. Mhm. Ich sehe gar nichts. Vielleicht wird es kommen. Vielleicht wird es in ein, zwei Monaten aber so sein. Aber das tut weh, weil selbst Verwandte von ihm sehen ihn, Kinder sehen ihn im Traum. Mhm. Nur ich nicht. Ja, aber das finde ich auch im Moment nicht schlimm, dass es bei dir nicht so ist. Weil dein Schmerz zu tief ist. Vielleicht betäubt dein Schmerz alles im Moment. Dass du selbst einen solchen... Ja, das tut unheimlich weh. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich damit fertig werden soll, mit diesem Schmerz. Mhm. Weil ich sitze ja wirklich jeden Tag bis, was weiß ich, wie lange. Mhm. Ja, und dann weine ich mich irgendwann in den Schlaf. Liebe Lena, ich habe ein Problem, das wirst du ahnen, dass ich hier in einer Live-Sendung bin und ich kann nicht ganz sehr lange noch mit dir sprechen. Wir sprechen schon sehr lange. Aber ich biete dir das Gespräch mit meiner Psychologin jetzt an. Das heißt, gerne. Du kannst jetzt mit einer weiteren Person sprechen. Ich erahne deinen Schmerz und ich wünsche dir so viel Gutes, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, danke. Und denke daran, worüber wir gerade gesprochen haben. Was würde er wollen? Ja, ich weiß, was er wollen würde. Ich wünsche dir alles Gute, danke. Dir und deinen Kindern. Ja, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich an. Ja, okay, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Hier ist Vivian. Vivian ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Vivian. Hi. Weswegen rufst du mich an? Wegen Essstörung. Wegen Essstörung. Mhm. Das heißt, du bist essgestört? Und zwar schon richtig heftig lange. Wie lange schon? Also vor 13, 14 Jahren fing es an. Mhm. Und das hat so richtig Besitz von mir ergriffen. Was heißt genau Essstörung? Welche Essstörung hast du? Also ich habe Bulimie und Anorexie schon gemischt. Das heißt, du erbrichst immer wieder mal, aber es gibt auch Phasen, wo du gar nichts isst oder ganz wenig isst. Nee, ich erbreche jeden Tag. Aha. Und wenn ich was esse, ist es extrem wenig. Ja, also du erbrichst schon jeden Tag. Ja, jeden Tag. Und das, was du bei dir, wenn du mal etwas bei dir behältst, ist es ganz wenig. Ja, sowas wie jetzt ein Apfel oder einen kleinen Salat oder
Darf ich fragen, wie schwer du bist? 43 Kilo. 43 Kilo, das ist schon... Und wie groß? 1,60. 1,60, ja. Das ist schon sehr, sehr ganzwertig. Mhm. Und dazu muss ich noch sagen, ich habe einen 3,5-jährigen Sohn. Ja. Also ich hatte halt auch mal eine Zeit, wo ich ein bisschen mehr gewogen habe. Mhm. Ich habe aber seit, weiß ich nicht wie lange, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal meine Regel überhaupt hatte. Ja, ja. Das ist schon ewig her. Ja. Und seitdem ich den Kleinen habe, versuche ich halt irgendwie alles, das zu kriegen. Aber es klappt irgendwie nicht. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Seitdem du den Kleinen hast, versuchst du alles und dann hatte ich einen Aussetzer. Um die halt in den Griff zu kriegen. Ja, um sie in den Griff zu kriegen, ach so. Ja, auf jeden Fall. Ich war in der Reha vor 2 Jahren mit ihm zusammen. Ja, das heißt, es gab schon eine psychologische, psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung? Ja. Gab es? Gab es. Es hat aber gar nichts gebracht. Wie lange warst du denn in Behandlung wegen deiner... Also ich war 13 Wochen in der Reha. Mhm. Und das Ganze war ein totaler Reinfall. Was heißt Reha? War das eine psychosomatische Klinik? Oder? Ja. Und du bist auch deswegen eingewiesen worden, für Essgestörte? Genau. Ah, ja. Genau. Und war das zum ersten Mal in all diesen vielen Jahren? Nein, das war das 5. Mal. Das 5. Mal schon? Mhm. Davor hatte ich 4 Mal abgebrochen. Mhm. Und ja, das letzte Mal habe ich es halt 13 Wochen lang durchgehalten. Mhm. Und danach war alles so wie vorher. Ja. Und ich suche halt seitdem einen Therapeuten, aber irgendwie, also die ich anrufe, die nehme ich schon gar nicht mehr, weil die sich das alles nicht mehr zutrauen. Mhm. Ja klar, die schrecken zurück, wenn die Krankheitsgeschichte hören. Genau. Aber ein wirklich guter Therapeut müsste sich herausgefordert fühlen und denken, ja, das gerade das, damit beschäftige ich mich. Aber irgendwie habe ich da noch nicht so den richtigen gefunden und die Krankenkasse lässt mich da auch voll alleine. Verstehe. Verstehe. Und irgendwie bin ich total verzweifelt, weil ich voll Schiss habe, dass mir irgendwas passiert. Und die Gefahr besteht. Und die Gefahr besteht. Ja. Weil das ist schon richtig heftig. Meine Zähne sind vorne richtig kaputt. Mhm. Haarausfall habe ich. Wie viel? Schlafen kann ich nicht richtig. Und Zum Beispiel heute, wie viel Mal hast du schon erbrochen? 2 Mal. 2 Mal. Wie viel Mal erbrichst du in der Regel pro Tag? Jeden Tag 2 Mal. Jeden Tag 2 Mal. Ja. Und isst du dann sehr viel? Ja. Also riesige Mengen frisst du in dich hinein. Ja. Und dann geht alles wieder raus. Richtig. Alles kommt halt auch schon von alleine, das geht schon automatisch. Schon wenn ich mit der Currywurst Pommes essen würde, das würde alles automatisch von alleine wieder rauskommen. Ich finde auch, ich glaube, dass du natürlich aufgrund dieser langen Krankheitsgeschichte und auch aufgrund dieser vielen Versuche, schon Herr über diese Krankheit zu werden, sicher auch ein Teil mürbe bist. Das kann ich. Auf jeden Fall. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin total irgendwie am Boden. Also, ich glaube, ich schaffe das auch alles nur noch für den Kleinen. Ich wollte gerade sagen, die letzten Kräfte, die du in dir hast, die kannst du sicherlich dadurch aktivieren, indem du das nicht nur ausschließlich für dich tust, sondern für dein Kind. Nee, ich weiß, ich muss. Du musst einfach. Du darfst nicht sterben. Auf jeden Fall. Und aber irgendwie fühlt man sich halt echt, ich habe richtig Angst schon. Irgendwie, und ich will halt auch alle Mädchen, die irgendwie sowas in ihrem Kopf haben, irgendwie auch warnen, dass es echt richtig heftig enden kann. Dass das nicht so eine Lappalie ist, einfach mal aufs Klo zu gehen und sich zu übergeben. Nein, das ist keine Lappalie, man kann wirklich daran sterben oder man kann schwer krank werden. Weil das hat richtig Herr über einen. Das ist eine ganz schwere Erkrankung, eine schwere Suchterkrankung. Und wenn man so viele Jahre das hat wie du, ist das wirklich absolut ernst zu nehmen. Ja, ich kann auch nicht mehr sagen, irgendwie heute nicht oder ich möchte jetzt nicht. Das geht automatisch. Jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Du wirst aber auch im Anschluss noch einmal mit meiner Psychologin sprechen. Ich möchte aber die paar Sekunden noch mal nutzen, wirklich intensiv an dich zu appellieren, dass du für dein Kind das tun musst. Auf jeden Fall. Das Kind darf nicht alleine bleiben. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin auch alleinerziehende Mama. Und ich glaube, dass du es dann auch schaffen wirst. Mit diesem Gedanken wirst du das schaffen, Vivian. Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es wirklich.